Herzlich willkommen auch zu dieser Vorlesung von fortgeschrittene funktionale Programmierung in Haskell. Als allererstes eine Ansage, wie hier vorne gerade schon gespoilert wurde. Wir haben vor ein paar Vorlesungen mal angekündigt, dass wir eine Vorlesung zu Yassot machen und dass wir eine Vorlesung zu GUI-Frameworks machen. Einen Teil des Versprechens haben wir eingehalten, letzte Woche war Yassot. Den zweiten Teil, den ihr wahrscheinlich heute erwartet habt, wir machen keine Vorlesung zu GUI-Programmierung und ich kann euch auch erklären, warum. Eine Vorlesung über GUI-Programmierung würde bei uns genau so ablaufen. Hier ist Code, er tut folgendes. Hier ist Code, er öffnet ein Fenster. Hier ist Code, er macht einen Button. Hier ist Code, er schließt das Fenster beim Button drücken. Hier ist Code, es wird ein Bild geladen. Hier ist Code und so weiter. Ihr versteht das Prinzip. Wir hätten jede Menge Slides von wegen, hier ist Code und das ist der Effekt. Das ist langweilig. Und ich dachte, ich mache lieber was zu Cache Oblivious Data Structures. Und deswegen müsst ihr jetzt ohne eine explizite Vorlesung dazu auskommen. Es gibt genug Tutorials im Web, wo man sich durchklicken kann oder lesen kann. Also ihr seid jetzt nicht ganz hilflos, was eure GUI-Programmierung in den Projekten angeht. Aber es wird keine explizite Vorlesung dazu geben. Okay? Sagt alle einmal, oh. Sehr gut. Es ist eine Mitmachvorlesung hier. Okay, heute machen wir Folgendes. Wir machen Cache Oblivious und Succinct Data Structures. Wem das noch nichts sagt, keine Sorge. Ich habe eine Vokabular-Section vorne an die Vorlesung gehauen, in der ich das ein bisschen was erkläre. Das sind fortgeschrittene Themen, aber wie ihr gelesen habt, machen wir hier fortgeschrittene funktionale Programmierung in Haskell. Wir schauen uns erst die Definition an und dann gehen wir das an einem Beispiel durch. Natürlich die obvious Folie, der Vortrag, den ich hier halte, vielen Dank Edward Kmet. Ihr erinnert euch, das ist der Mensch, der auch die Lens Library geschrieben hat. Und derselbe Mensch, Author or Lord of Haskell Code, hat auch die das Standardwerk zu den Standard Talk, den man so hört, zu Succinct und Cache Oblivious Data Structures gehalten, dem ich ihm jetzt ein bisschen klauen werde. Wer es von Edward selbst hören möchte statt von mir, kann sich dieser YouTube URL folgen. Und ansonsten gibt es noch ein Buch, was zu der Vorlesung heute und nächste Woche, die sich beide so ein bisschen um funktionale Datenstrukturen drehen werden. Und da gibt es ein Buch zu, das jetzt nicht speziell auf Haskell abgesplittet ist, weil es schon in der Mitte der 90er rausgekommen ist. Aber für beliebige funktionale Sprachen ist das immer noch so das Standardwerk, das man gelesen haben sollte. Gibt es als PDF zum Runterladen unter diesem Link kostenlos für euren Spaß. Wunderbar. Vokabular. Wir fangen ein bisschen damit an, Begriffe zu erklären. Und zwar als erstes Amortization oder Amortisation, aber ich werde beim englischen Begriff bleiben. Und dafür als allererstes mal ein bisschen Wiederholung. Also, ihr habt alle mal A und D gemacht. Ihr habt alle... Oder Teile von euch haben auch schon mal TeoInf gemacht. Teile von euch haben auch schon TeoInf tutoriert. Also sollte euch eigentlich die Big O Notation noch irgendein Begriff sein. Das ist eine Notation, in der wir die Problemgröße von irgendeinem bestimmten Problem, das wir haben, also Länge einer Liste, Anzahl von Knoten in einem Baum, Dimensionen einer Matrix, wie auch immer, zu der Anzahl der Rechenschritte oder der Laufzeit eines Algorithmus korrelieren können. Ein paar Dinge muss man dabei beachten. Es ist in der Regel nur die Laufzeit, die betrachtet wird, also nicht der Platz, der verbraucht wird, sondern tatsächliche Anzahl von Rechenschritten oder Wall Clock Time oder wie auch immer. Es wird in der Regel betrachtet, wie schnell ein optimaler Algorithmus das Problem löst. Das heißt, wenn ich sage, sortieren ist n log n und ihr sagt, na, aber ich habe zu Hause einen Bogosort und den habe ich vor 2 Wochen angeschmissen und der ist immer noch nicht fertig. Und dabei hat die Liste nur 100 Elemente. Dann sage ich, ja, es ist nicht mein Problem. Das ist ein Fehler deines Algorithmus und die eigentliche Problemkomplexität ist geringer. Wir
schmeißen konstante Faktoren weg, wenn wir über Komplexität reden. Das heißt, ob irgendwas jetzt in n log n plus 17 oder n log n plus 4 oder ob es jetzt in 2n oder in 4n oder in 1000n liegt, ist uns tatsächlich egal, weil wir nur die Asymptote betrachten wollen. Denn was ist, wenn wir ein unendlich großes Problem eingeben wollen, wie ist da die Asymptote, wogegen geht das? Okay, wir machen gerade noch ein bisschen Revision, aber das sollte den meisten von euch bekannt vorkommen. Wenn wir einen Eintrag in der Liste suchen, angenommen wir sind auf Twitter und wir erinnern uns, oh, Taylor Swift hat neulich dieses wunderschöne Foto gepostet und ich würde mir das jetzt gerne runterladen und zu meinem neuen Profilbild machen. Und ich gehe die Fotos von Taylor Swift durch, dann muss ich durch die ganze Liste eigentlich aber durch, um das Foto zu finden. Ich schaue mir einen Eintrag nach dem nächsten an und je nachdem, eventuell ist es das erste Foto, das nennt sich der Best Case. Im optimalsten Fall ist es gleich das erste und ich muss nur das eine Foto ansehen. Ah, oh, sie hat es gestern nochmal gepostet, super. Nehme ich direkt. Und danach haben wir eventuell noch den Worst Case. Oh nein, sie hat es gelöscht und es ist gar nicht mehr in der Liste. Dann muss ich einmal durch die komplette Liste durchgehen und mir jeden Beitrag einmal anschauen, um festzustellen, dass der, den ich suche, überhaupt nicht dabei ist. Und dann gibt es noch den Average Case. Ja, es ist halt irgendwo zwischen sofort am Anfang und sofort am Ende und ganz am Ende oder gar nicht drin. Und das bedeutet, dass ich halt irgendwie im Schnitt so die Hälfte der Liste durchsuchen muss. Ein paar Sachen, die ihr kennt. Konstante Laufzeit ist irgendwas, wo die Ausführzeit des Algorithmus nicht von der Problemgröße abhängt. Zum Beispiel angenommen, wir haben eine Zahl und wir wollen feststellen, ob die gerade oder ungerade ist. Das ist unabhängig von der Zahl. Ich gucke einfach aufs hinterste Bit und dann kann ich das wunderschön ablesen. Ich kann einen Binärbaum in log n durchsuchen. Ich kann eine Liste in O von log n. Ich kann eine Liste in O von n durchsuchen. Da fehlt eine Pause. Naja. Auf vergleichsbasierend kann ich in n log n suchen. Das heißt, je größer, wenn sich die Problemgröße verdoppelt, dann wird es zweimal logs von zwei, wächst die Ausgabezeit. Und in quadratischer Zeit können wir mit etwas schlechteren Sortieralgorithmen sortieren. Zum Beispiel Bubble Sort läuft in n Quadrat. Wenn wir jetzt kubisch werden, da machen wir Matrizenmultiplikation zum Beispiel mit. Das läuft in O von n hoch 3 oder Matrizeninversion. Das heißt, wenn ihr irgendwie jetzt total aufgeregt seid, weil ihr, oh Mann, ich habe voll den coolen Algorithmus gefunden, der mir dieses und dieses Problem sucht und der Algorithmus läuft in n log n und es ist total super und effizient, aber ich brauche das Inverse noch von einer Matrix. Und dann habt ihr ein kubisches Dings. Aber dann wahrscheinlich kubisch in den Dimensionen der Matrix und nicht in den anderen Parameter, die ihr reinschmeißt. Also, ne, kubisch, bla. Dann gibt es noch exponentiell, also irgendeine Konstante, e oder 2, oder solange es nicht 1 oder 0 ist, hoch o von n, das exponentielles Wachstum, zum Beispiel, wenn ihr Traveling Salesman mit ein bisschen magischer Hilfe von Dynamic Programming lösen wollt, seid ihr so in der Gegend unterwegs. Und wenn ihr es einfach brute-forcen wollt, seid ihr in N-Fakultät irgendwie dabei. Okay. Soweit alles klar, hoffe ich. Das war gerade nur noch so ein bisschen Refresher für diejenigen, die sowohl in A und D, also die in A und D geschlafen haben, aber jetzt trotzdem hier wach sind. Ja? Ja. Das ist nach Schnelle sortiert. Das heißt, exponentielle Zeit wächst langsamer als Fakultät. Kannst du dir auch irgendwie, nimm dir Google oder Gnuplot oder wie auch immer und lass dir irgendwie mal N-Fakultät gegen E hoch N plotten oder 2 hoch N. Fakultät wächst deutlich schneller. Ich meine, ja, ist okay. Passt, ist nicht das Thema. Okay, und jetzt wollen wir ein neues Konzept kennenlernen. Und zwar wollen wir amortisierte Laufzeitanalyse kennenlernen. So,
Das bedeutet, ich mache, also amortisierte Laufzeitanalyse kommt ins Spiel, wenn ich irgendeine lange Sequenz von Operationen hintereinander weghaue. Und ich ganz viele Operationen habe und die haben alle eine gewisse Kosten und ich möchte gerne wissen, wie lange brauche, also ich möchte trotzdem immer noch eine Laufzeitanalyse machen, aber der Witz bei Amortisierung ist, dass ich billige Operationen, die nicht lange dauern, dass ich mir damit sozusagen ein gewisses Guthaben oder ein paar Credits anhäufen kann, so dass ich später auch mal teurere Operationen haben kann, die länger dauern. Und die Idee ist, wenn ich beweisen kann, dass ich oft genug erst billige Aktionen durchführe, dann kann ich später auch mal eine teurere Aktion haben, ohne dass die Gesamtlaufzeit des Algorithmus in die schlechtere Klasse fällt. Das ist nicht das gleiche, wir machen gleich noch ein Beispiel, keine Sorge. Das ist nicht das gleiche wie der Average Case, das ist wichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte irgendeine Funktion auf Strings mir genauer anschauen und dann muss ich im Average Case würde ich sagen, okay, was ist denn der durchschnittliche String? Das ist schwierig zu sagen. Und dann müsste ich sagen, wie sich diese Operation auf dem durchschnittlichen String verhält. Das ist was anderes, als wenn ich sage, okay, ich habe jetzt diese Funktion auf Strings, aber egal wie schlimm die Strings werden, ich habe auf jeden Fall so viele billige Aktionen, dass ich über eine gewisse Grenze nicht wegkomme, auch wenn ich später mal teurere habe. Beispiel. So. Stellen wir uns ein Array vor und dieses Array startet jetzt, sagen wir mal, mit 4 leeren Plätzen. Also ich kann 4 Elemente reintun, dafür ist schon Speicher alloziert. Und dieses Array wächst jetzt jedes Mal, wenn ich ein Element hinzufügen möchte und das keinen Platz mehr hat. Und dann muss es halt, also ich habe dieses Array und ich stecke 4 Elemente rein. Das läuft jeweils in konstanter Zeit, weil nimm dieses Element, lege es an die n-te Stelle, das ist konstant. Wenn ich dann aber ein 5. Element hinzufügen will, dann muss Folgendes passieren. Dann sage ich, oh, das passt nicht. Dann legen wir ein neues Array an und dann müssen wir jedes alte Element rüberkopieren in das neue Array. Und weil wir dann jedes Element aus dem alten Array einmal anfassen müssen, ist diese Operation O von N. Alles rüberkopieren. Und dann also kommen 4 konstante Operationen vor und dann eine in O von N. Aber der Witz ist jetzt, dass wir im Schnitt immer noch in O von 1 bleiben. Auch wenn wir mal eine O von N Aktion dazwischen haben. Weil wir erst immer ganz viele O von 1 Aktionen durchführen, ist es, wenn wir nur genug Sachen, also wenn wir diesen Algorithmus mal lange genug laufen lassen, ist es im Schnitt alles noch in O von 1. Also ist Insert im Schnitt immer noch in O von 1. Es kann mal sein, dass mal ein Insert länger dauert, aber dafür dauern die ganzen war vorher immer nur konstant und das kürzt sich so ein bisschen raus. Ist das ungefähr klar? Macht das Sinn? Ein paar Leute gucken unüberzeugt. Die Idee, also man kann da verschiedenste Herangehensweisen haben. Also wenn ihr das Buch von lest, dann wird er euch verschiedene Herangehensweisen von dieser Methode darstellen. Einmal irgendwie eine Banker-Methode, wo ihr dann sagt, okay, ihr habt irgendwie so und so viele Konten und jede Aktion hat eine bestimmte Kosten. Und solange irgendwie alle Konten im Plus bleiben, ist immer alles okay, dann habt ihr irgendwie die Amortisation richtig durchgeführt. Oder ihr könnt es über ein Physiker-Model irgendwie euch denken, wenn ihr es dann besser denken könnt. Da wird dann immer mit einem Potenzial hin und her gerechnet und solange das Potenzial irgendwie größer 0 bleibt, ist alles in Ordnung. Aber die Idee ist eigentlich immer dieselbe. Solange ihr teure Aktionen nur selten durchführt und ihr zeigen könnt, dass die auch wirklich nur sehr selten durchgeführt werden, egal wie schlimm der Input wird, dann seid ihr im Schnitt immer noch in der niedrigeren Komplexitätsklasse, zumindest amortisiert in der niedrigeren Komplexitätsklasse, auch wenn einzelne Operationen in eurer Kette länger dauern können. Hier ist nochmal ein hübsches Bild, weil ich dachte, ihr mögt bestimmt Farben.
Das funktioniert jetzt so ähnlich, aber jetzt stellt euch vor, das Array ist am Anfang leer und hat nicht schon, startet nicht schon mit 4 Plätzen. Erstes, also startet mit einem Platz. Erstes Insert ist konstant. Zweites Insert muss halt verdoppelt werden und eins reingelegt werden. Drittes muss es auch schon auf 4 hochgebracht werden, weil es sich immer in der, im Platz verdoppelt. Und dann muss es auch wieder 3 hin und her kopieren. Aber das vierte ist dann gratis, weil dann haben wir, dann ist da schon noch ein freier Platz übrig. Und da können wir es einfach reinschieben. Und wenn das fünfte dann reinkommt, dann haben wir das Beispiel von eben. Dann müssen wir 1 auf 8 vergrößern und alle rüberschieben. Das kostet dann einmal. Aber 6, 7 und 8 sind dann frei, weil wir den Platz schon alloziert haben und dann nichts mehr hin und her schieben müssen. 9 kostet dann wieder. Und dann kostet es bis 17 nichts und so weiter. Und man könnte sich das jetzt so vorstellen, wenn man halt ein bisschen mit dem Graphen rumspielen würde, ich hatte das eigentlich auch noch vor, aber ich hatte dann keine Zeit mehr, kann man hier halt, wenn ihr, stellt euch mal die Kosten vor, die jeweils dazukommen. Und dann die Summe von allen bisherigen. Da kann man dann eine gerade, die dann irgendwie 1,4 mal oder sowas 1 ist, aber halt eine Konstante. Und da kann man die da drüber legen. Und es bleibt immer da drunter. Und deswegen bleibt es im Schnitt halt, wenn ihr 10 Millionen Dinge einfügt, alles noch in O von 1. Auch wenn einzelne Aktionen teurer werden können. Okay, soweit klar? Sehr gut, ihr habt Amortisation verstanden. Yay! Oder zumindest wisst ihr, worüber ich rede. Succinct Data Structures sind eine bestimmte Sorte Datenstrukturen. Und das ist ein ziemlich interessantes Forschungsthema, wie ich finde. Da wird auch aktuell noch weiter dran geforscht. Zum Beispiel, ist egal. Auf jeden Fall eine Succinct Data Structure. Also Succinct kommt aus dem Englischen, bedeutet irgendwie knapp und bündig oder kurz, knapp, also klein. Ist eine Datenstruktur, die nur sehr, sehr knapp über dem informationstheoretischen Minimum von Platz liegt, das benötigt wird. Also für diejenigen von euch, die schon irgendwie mal, wo wird das unterrichtet? Theoinf? Aber hey, man hat doch schon mal die Shannon-Entropie gesehen, oder? Nein? Was? Einer KI, okay. Ja, okay, die Kois unter euch haben es vielleicht schon mal gesehen. Aber auf jeden Fall, Informationstheorie hat von einem sehr interessanten Herrn Shannon einen Maß für eine Informationsdichte oder sowas in einem Datensatz gegeben. Und zwar zum Beispiel wie schreibt man das? Zum Beispiel, wenn ihr Münzen werft oder sowas und ihr möchtet irgendwie kommunizieren, welche Münzreihenfolge ihr geworfen habt, dann könnt ihr mit einem Bit immer zwischen Kopf oder Zahl unterscheiden. Und wenn ihr dann einfach sagt, okay, ich schicke dir einen Bitvektor, der so und so lang ist und jede 1 bedeutet einen Kopf und jede 0 bedeutet eine Zahl, dann braucht ihr genau diese Menge von Bits, um das darzustellen. Und ein bestimmter Datensatz wird dann halt, von dem sagt man dann halt, dass er diese und diese Entropie hat. Das heißt, wie viele Bits brauche ich, um den Datensatz sinnvoll übermitteln zu können. Macht das Sinn? Ja? Okay. Haben wir auch schon mal gesehen. Wunderbar. Und jetzt einmal kurz zu, was sind dann Succinct Data Structures? Also normalerweise können wir ja halt irgendwie sagen, okay, wie repräsentieren wir einen Bitvektor im Speicher? So einen zum Beispiel. Wir wollen das irgendwie in den Speicher schreiben und normalerweise würde man denken, okay, schreiben wir das halt irgendwie in den Speicher. Wir haben Bits, können wir prima repräsentieren. Dann repräsentieren wir einfach Nullen durch Nullen und Einsen durch Einsen. Ist super. Und dann schreiben wir das einfach so in den Speicher. Aber das wird so ein Problem, wenn wir irgendwann riesige, riesige Datenmengen umherschaufeln wollen, weil dann einfach uns der Speicher knapp wird. Und Succinct Data Structures sind halt diejenigen, die nur irgendwie so einen gewissen Skalar über dem informationstheoretischen Minimum liegen. Und Binärrepräsentation liegt halt deutlich drüber, über eine Zahl. So. Und was man machen kann ist, okay, oder was man bemerken kann, wir haben einen Bitvektor,
mit ganz vielen Nullen und Einsen. Der hat eine Länge n. Und da sind, sagen wir mal, k-Einsen drin. Okay, wunderbar. Aber von diesen Vektoren, also der Länge n und mit k-Einsen, gibt es nur so und so viele. Und mit so und so meine ich genau Binomialkoeffizient n über k. Es gibt nur n über k Vektoren mit k-Einsen der Länge n, wenn alle anderen Zeichen 0 sind. Und ich kann mir einfach merken, welcher das ist. Okay, dann kann ich mir einfach eine Zahl merken, okay, das ist der so und so vielte. Und mit dieser Zahl bin ich deutlich kürzer. Und das heißt, ich kann mir irgendwie in log 2 von n über k aufgerundet Bits speichern, welchen Vektor ich da meine. Und das Coole daran ist, und was es jetzt zu einer Succinct Data Structure ist, ich meine, komprimieren kann ich immer. Ja, ich kann immer sagen, okay, und ich komprimiere das runter und ich komprimiere das runter und ich komprimiere das runter. Aber was ist das Interessanteste daran? Das Interessanteste daran ist, dass ich auf dieser Succinct Data Structure, dass ich die nicht jedes Mal erst wieder aufblasen muss, um irgendwie dran zu gucken. Also im Sinne von, wenn ich jetzt wissen möchte, welches ist die, oder was ist das Zeichen an der i-ten Stelle meinetwegen, dann gucke ich einfach an der i-ten Stelle nach und wunderbar. Aber wenn ich es komprimiere, dann muss ich, je nachdem, wie das Kompressionsformat ist, oft erst dekomprimieren und kann dann erst nachgucken. Das ist aber suboptimal, weil dann, wir wollen ja sowohl wenig Speicherplatz verbrauchen, als auch schnellen Zugriff auf die Datenstruktur haben. Und das ist der Witz. Mit Succinct Data Structures ist es nun mal so, dass sich die Sachen leicht in den Speicher legen lassen und wenig verbrauchen, aber immer noch schnellen Zugriff darauf ermöglichen. Zum Beispiel die Magie, die Edward Kmet auf seine Succinct Dictionaries geschmissen hat, erlaubt O von 1 Laufzeiten für Access, also gibt mir das i-te Bit, Rank, wie oft kommt von Stelle 0 bis i eine 0 oder 1 vor. Und Select gibt mir, oder welche Position hat die i-te 1 oder sowas. So, das sind so Sachen, die man auf einem Bitvektor eventuell gerne mal machen möchte. Und obwohl es jetzt nur so wenig Speicher braucht, die in den Speicher zu legen, sind es immer noch O von 1 Algorithmen, um darauf zuzugreifen. Macht Sinn? Ha? Edward Kmet, Magie, ja? Die Frage war jetzt, ob es irgendwie davon abhängt, also wenn ich das richtig verstanden habe, wie das K ist, also wie hoch der Anzahl der Einsen ist, ob es dann davon unterschiedliche Speicher gibt. Also wenn es nur wenige gibt, ja klar. Wenn du dir eine geringere Zahl merken musst, dann musst du dir nur eine geringere Zahl merken, klar. Und es gibt dann auch weniger, Vektoren davon. Ist hier auch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstehe. Wir komprimieren ja keine zufälligen Sachen. Wir komprimieren ja Dinge, die wir uns merken wollen. Ja, natürlich. Also, ja, okay. Okay, können wir weitermachen? Weil wir haben schon 25 Minuten weg und wir haben noch viel zu covern. Aber trotzdem, gibt es erstmal bis dahin noch Fragen? Nein, gut, Caches.
Cash, vom also wer Französisch in der Schule hatte oder es sonst irgendwoher spricht, weiß, dass Cache verstecken bedeutet. Bedeutet, wir haben das im Deutschen auch, kaschieren, kennt ihr alle. So, und Caches sind Zwischenspeicher. Und Zwischenspeicher sind deshalb nützlich, weil wir Dinge in den Zwischenspeicher schieben können, die wir ansonsten, also von denen wir vermuten, dass der Benutzer sie gleich anfragen wird. Oder dass er sie gerade eben mal angefragt hat und eventuell gleich nochmal anfragt. Oder eventuell ein anderer Benutzer sich für denselben Wert interessieren könnte. Die Sache ist, wenn wir, stellt euch vor, wir haben irgendeine total teure Berechnung, und die läuft eine Minute lang oder sowas und gleich wollen drei Leute diesen Wert wissen. Dann wäre es sinnvoller, wenn ich die Berechnung einmal durchführe und mir dann den Wert merke, statt zu sagen, okay, deine Minute ist um, hier hast du dein Ergebnis, vielen Dank, auf Wiedersehen. Ach, du willst das Ergebnis auch? Ja, habe ich gerade rausgegeben, jetzt mache ich die ganze Berechnung nochmal und hier ist dein Ergebnis. Das dauert viel zu lange und deswegen hat man sich diese clevere Idee von Zwischenspeichern einfallen lassen. Ist großartig, nicht wahr? Und die sind überall, wirklich überall. Also es gibt Hardware-Caches natürlich, es gibt auch Software-Caches. Die gibt es in der CPU, es gibt die auf der Festplatte, es gibt die sozusagen auch in eurem Gehirn. Das nennt sich Priming, dass ihr an gewisse Dinge eher denkt, die auf die ihr geprimed wurde, also die vorher in der Konversation schon mal erwähnt wurden. Ansonsten gibt's die überall, die gibt's in Webbrowsern, habt ihr bestimmt schon mal einen Cache leer gemacht. So, Zwischenspeicher. Okay, bisschen Terminologie dazu. Wenn man jetzt einen Wert nachgucken muss, muss man natürlich erst einmal durch den Cache durchlaufen oder zumindest durch einen Index von einem Cache durchlaufen, wenn man gucken möchte, ob man den Wert noch zwischengespeichert hat. Falls ja, dann nennt sich das ein Cache-Hit. Und falls nicht, wenn der Wert nicht mehr im Cache liegt, dann ist das ein Cache-Miss. Hier haben wir ein wunderschönes Bild mit Farben, weil ihr Farben mögt, von vier akzeptablen Browsern und Internet Explorer. Wie so vieles in der Informatik ist es mit Caches immer ein Trade-off von Größe gegen Speed, also gegen Schnelligkeit. Das heißt, ihr wollt natürlich möglichst viele Dinge in eurem Cache zwischenspeichern, damit ihr die möglichst schnell zurückgeben könnt. Aber je größer euer Cache ist, desto länger braucht ihr natürlich auch, um durchzulaufen. Und das geht so hoch. Je größer ihr den Cache macht, desto öfter ist er nützlich, aber desto weniger nützlich ist es, weil er jedes Mal noch mehr Zeit braucht. Und deswegen habt ihr unterschiedliche Caches von unterschiedlicher Größe. Das sind so die wichtigsten. Also ihr habt eure CPU ganz unten mit ein paar Registern, das sind die schnellsten. Dann gibt es den L1-Cache, danach gibt es den L2-Cache, danach gibt es den L3-Cache, danach gibt es den RAM und danach gibt es die Platte. Die wachsen exponentiell in Größe, aber auch in Langsamkeit. Das heißt, und von einigen Caches wisst ihr nicht, dass sie existieren. Und das meine ich gar nicht mit Fachwissen oder sowas. Manchmal, also die Disk, die Festplatte, die hält sich auch manchmal gerne ein paar Caches vor, von denen sie euch überhaupt nicht erzählt, dass sie die hat, sondern sagt einfach, nee, mach das mal. Stefan hat mir neulich was erzählt von wegen, okay, ich habe eine 500 Gigabyte oder blups Terabyte HDD, also eine ganz normale Festplatte, und ich habe da irgendwie eine 8 Gigabyte SSD vor, die komplett als Cache dient. Die kann ich nicht direkt ansprechen. Das ist nur irgendwie magisch gecached. Und ich weiß es überhaupt nicht wie. Aber, und die Festplatte macht dann ganz ihr ganz eigenes Ding und sagt, na, der wird bestimmt gleich dies und das und jenes haben wollen. Lege ich das mal dahin. So, vielleicht einmal zur Orientierung, was so typische Werte wären. Ich habe mal nachgeguckt und für so einen i7 Prozessor wären so die typischen Größen, dass vielleicht L1 65 Kilobyte groß ist, L2 so 256, 512 Kilobyte und bei L3 sind wir schon so bei 8 Megabyte und ja, RAM und Festplatte wisst ihr selber, wie groß sowas in der Regel ist. So, also, die steigen exponentiell an in Capacity natürlich, also in Nützlichkeit, aber also wie oft sie nützlich sind, aber steigen auch, also fallen exponentiell in
wie sehr sie nützlich sind. Ja. Genau, die Nützlichkeit sinkt, weil, also deine Nützlichkeit ist, dass du Zeitersparnis hast. Aber je mehr du durchsuchen musst, desto weniger Zeitersparnis hast du. Aber desto öfter hast du Zeitersparnis. Es ist halt ein Trade-off. Du musst genau suchen, was jetzt für deine Anwendung das Richtige ist. Okay? Soweit? Soweit. Wir wollen uns jetzt eine Cache-Oblivious und Succinct Alternative zu DataMap implementieren. Und ihr erinnert euch an DataMap, wir haben es schon mal hier vorne gehabt, vielleicht habt ihr es auch in Projekten schon mal benutzt. Das ist das, was man in anderen Sprachen unter HashMap oder Dictionary kennt. Das ist ein Key-Value-Store. Das heißt, ich kann sagen, okay, liebe Map, merkt dir folgenden Int mit dem Namen Blups und merkt dir folgenden Int mit dem Namen Bla. Wie auch immer. So, wir haben jeweils einen Key und wir haben einen Value. Und DataMap ist so das Standard-Benchmark, was Performance angeht. Die Bibliothek gibt es seit 1998. Und die Leute, die da momentan dran maintainen, geben sich sehr, sehr viel Mühe, dass die auch effizient gehalten wird. So sehr Mühe geben die sich, dass sie Edward Kmet keine Lens gegeben haben, weil das irgendwie nur ein bisschen das verlangsamen würde. Und das wollten die nicht. Und deswegen war Edward, glaube ich, ein bisschen sauer und hat einfach mal was geschrieben, was 10-mal schneller ist als DataMap. Shots fired. Okay, also das haben wir. Die funktioniert intern mit Trees of Bounded Balance. Also wir haben Bäume und die sind nicht immer perfekt balanciert, aber die balancieren sich selber neu, wenn sie zu sehr aus dem Gleichgewicht kommen. Und in diesen Bäumen sitzen dann Pointer, die irgendwo auf den Heap zeigen. Also irgendwo ins RAM zeigen, okay, und da ist dann dein Objekt. Wollte ich jetzt aber eigentlich gar nicht mal näher drauf eingehen. DataMap hat so wunderschöne Funktionen wie empty, das gibt euch eine leere Map, in die ihr dann Dinge inserten könnt. Es gibt size, großes Ding. Haben wir einen Member zu folgendem Key drin. Hier tu folgendes Key-Value-Pair rein. Gib mir das Element für folgenden Key. Map gibt's natürlich auch, weil natürlich. Hier, wenn wir eine Map von KA haben, also für irgendeinen Key-Typ K und irgendeinen Wertetyp A und wir geben dir eine Funktion von A nach B, wende die einfach auf alle anderen, haben wir eine Map KB. Es gibt aber auch etwas abgefahreneren Scheiß, und zwar sowas wie Union, Difference oder Intersection. Das heißt, wenn ihr zwei Maps habt, könnt ihr sagen, okay, ich will die Map, wo beides drin ist. Oder ich will die Map nur von den Elementen, die in beiden drin sind. Oder ich will die Unterschiede haben. Auch das ist alles sehr effizient und asymptotisch optimal für euch gleich mit implementiert. Yay! So, und wir wollen das Gleiche haben, oder zumindest was ungefähr so aussieht. Zumindest sollte es irgendwie Lookup können und Insert können. Und wir wollen das aber schneller. Wir wollen das hocheffizient haben. Und insbesondere wollen wir gerne effiziente Range Queries haben, also gib mir alles von dem Index bis zu dem Index. Und Inserts wollen wir schnell haben, also hier hast du eine Map, hier hast du ein Key-Value-Pair, ich möchte es jetzt bitte sehr schnell drin haben. Wir möchten Unboxed Data gerne verwenden können. Wer sagt Unboxed Data nichts? Doch einige, gut. Unboxed Data, ja. Map. Diese Funktion da, oder was? Du meinst diese Funktion hier? Oder meinst du, welches Map meinst du gerade? Also Data Map, das ist ein Key-Value-Pair. Also es ist eine Key-Value-Storage. Du kannst, das ist ein Container, in den du Dinge reinlegen kannst, die einen Schlüssel haben und dann einen Wert dahinter haben. Ein Telefonbuch zum Beispiel. Ja, das ist das klassische Beispiel. In einem Telefonbuch sind die Namen die Schlüssel und die Telefonnummern die Values. Du kannst in ein Telefonbuch aufschlagen und dann gehst du durch die Keys durch, also durch die Schlüssel durch,
bis du den Schlüssel gefunden hast, den du hast, und dann kannst du den entsprechenden Value extrahieren. Wie es hier steht, und wie ich auch eben erwähnte, ist es dasselbe wie eine Hashmap in Java oder ein Dictionary in Python. Ja, das ist dasselbe. Ja? Ich weiß gerade nicht, wo der Unterschied ist. Ich kenne die andere Bibliothek nicht. Ja. Ja. Genau, also all diese Dinger, mögen sie ihre kleinen Unterschiede haben, sind Key-Value-Storages. Ja, ich will einen Container haben, in den ich Key-Value-Pairs reinschmeißen kann. Zur Hölle? Mein, okay, Google hat sich irgendwie gemeldet. Naja, okay, also es sind alles Key-Value-Storages. Ich kann Key-Value-Pairs reinschmeißen und dann kann ich hinterher mit einem Key ankommen und sagen, gib mir das Value dazu. Natürlich gibt's dann maybe zurück bei Lookup, aber weil eventuell ist der Key nicht drin. Okay, aber na, so. Und was hätten wir jetzt gerne? Wir möchten das Ganze gerne effizient haben. Wir möchten gerne effiziente Range Queries und Inserts haben. Und hier waren wir stehen geblieben. Wir möchten gerne Unboxed Data unterstützen. Boxed, also Unboxed Data ist das Gegenteil zu, große Überraschung, Boxed Data. Und Boxed Data kann man sich vorstellen, dass sie halt in einer Box drin sitzen. Damit meine ich nicht sowas wie ein Funktor oder sowas, damit meine ich, dass es ein Pointer ist auf irgendein Objekt im RAM. Und wenn ich dann mit dem Objekt irgendwie umgehen möchte, dann ist das nicht das ist das nicht die Zahl oder sowas, die ich mir merken möchte, sondern das ist eine Speicheradresse. Und wenn ich dann irgendwann damit umgehen möchte, damit interagieren möchte, muss ich erst die Speicheradresse lesen. Ah, okay, warte, ich muss zum RAM, das ist hier drüben. Wühl. Aha, und jetzt kann ich damit interagieren. Aber wenn ich mir zum Beispiel Zahlen merken möchte oder sowas, dann kann ich auch einfach anstattdessen die Zahl selbst an die Stelle schreiben und nicht einen Pointer auf den RAM, dem ich dann erst hinterherlaufen muss. Das ist schneller, wenn ich die Zahl einfach selber verwenden muss. Okay, was? Ja. Aber das war jetzt nur ein Beispiel, das funktioniert nur mit anderen Sachen, aber ja. Prinzipiell, wenn du da einen Pointer hast, der irgendwo in den RAM zeigt und du dem erst hinterherlaufen musst, ist es boxed. Wenn dein Ding, ob es jetzt eine Zahl ist oder irgendwas anderes, wie du deine Bits im Speicher interpretierst, ist deine Sache. Aber wenn es direkt da liegt, dann ist es unboxed. Und das ist schneller, weil du nicht erst hinterherlaufen musst. Gut. So, wir wollen auch nicht die Nettigkeiten und Vorteile von Haskell wie Laziness und so weiter aufgeben, aber das ist ja uns klar. Wir müssen ein bisschen was dafür opfern und was wir opfern ist Performance von Point Queries, also im Sinne von, gib mir genau diesen Lookup oder sowas. Uns sind für den Moment gerade mal Range Queries wichtiger. Wenn man jetzt etwas mit geschlossenen Augen hinsieht, sieht das ein bisschen so aus wie eine Datenbank. Und ein bisschen weniger wie eine normale Map, aber insbesondere ist es gerade ein gutes Beispiel. Insbesondere ist es das Beispiel, was Edward Kmet schon in einem Vortrag hatte. Also deswegen, ja. Okay, das Problem mit Data Map ist aber, dass es halt, das hat diese Trees of Bounded Balance und diese Trees of Bounded Balance sind halt alle und die Blätter oder die Daten, die an dem Baum getragen werden, sind halt alles Pointer irgendwo in den RAM. Und die Sache ist, es basiert darauf auf dem sogenannten RAM-Model. Und das RAM-Model besagt, dass jeder Speicherzugriff im RAM gleich ist. Es ist egal, ob wir auf die Adresse zugreifen oder auf die, das dauert alles gleich lang. So, das ist zwar gut und schön und sehr egalitär, aber außerdem falsch. Und warum, möchte ich jetzt gerade mal ein bisschen näher eingehen. So, gehen wir mal zurück in die, 80er oder so. Also, dann
Und wenn wir damals irgendwie uns mal mit Computern auseinandergesetzt haben, dann hatten wir ein Speichermodell, das ungefähr so aussah. Wir hatten einen Block von der CPU und einem RAM und wir hatten die Disk, also die Platte. Und generell können wir sagen, okay, wir haben meinetwegen RAM, der ist M groß und wir können Blöcke der Größe B lesen und schreiben. Dann passen genau M durch B Blöcke in den RAM, weil offensichtlich. Und wir haben insbesondere absolute Kontrolle darüber, was in den RAM kommt, was rausfliegt und wann es rausfliegt. Und wir können sehr viel darüber auswirken und deswegen unsere Algorithmen sehr feintunen und optimal nutzen, wenn wir viel Zeit haben, vorher darüber nachzudenken. Alle anderen Operationen außer Lesen und Schreiben von Disk sind tatsächlich mehr oder weniger umsonst, weil ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte gerne was von der Platte lesen, dann muss ich die Spindel drehen, dann muss das ausgelesen werden, das muss rüber transportiert werden und das ist so langsam, da sind so viele Größenordnungen von Zeit zwischen, dass wir im Prinzip sagen, okay, solange du nicht irgendwie furchtbare Dinge mit kryptografischen Funktionen auf der CPU machst, ist eigentlich alles umsonst im Vergleich zu Blöcke schreiben oder lesen. Das ist ein sehr angenehmes Modell, weil wir, wie gesagt, absolute Kontrolle darüber haben, was wir mit unserem Speicher machen und wie wir es machen. Und das erlaubt uns, optimal für unseren Speicher zu schreiben. Da gibt es solche lustigen Sachen mit B-Trees, die dann irgendwie total hübsche Asymptotics haben. Ihr merkt euch einmal kurz die Zahlen, wir brauchen sie später wieder. Also gehe ich einmal kurz dabei. Wir brauchen also so ein B-Tree belegt N durch B Blöcke Speicher. Wir können updaten in Log N durch B und wir können in Log N durch B plus A durch B, wo ne, A die Größe des Ergebnisses der Ergebnismenge ist, können wir suchen. Und das ist, und ne, weil wir absolute Kontrolle haben, können wir optimal schreiben. Wunderbar. So. Und das ist zwar alles gut und schön, aber es hat zwei Probleme. Nämlich A, wenn wir jetzt plötzlich die Architektur wechseln und nicht mehr auf Intel schreiben, sondern auf ARM oder sonst irgendwo, dann dürfen wir, oder auf einem anderen Prozessor von derselben Marke, dann dürfen wir von vorne anfangen. Weil dann die Verhältnisse anders sind. Irgendwie, wir haben eine andere Platte, wir haben ein anderes Verhältnis von Platte zu Speicher, wir haben andere Konstanten, wie lange die Zugriffe dauern, bla 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 bla. Wir müssen das ganze Ding von vorne anfangen. Und vielleicht noch wichtiger, das Problem ist, dass es heute einfach nicht mehr stimmt. Dass es nicht wie tatsächliche Hardware heute aussieht. Es gibt diesen wunderschönen Spruch, all models are wrong, but some are useful. Well, this one isn't. Wir haben heute andere Hardware, die eher so aussieht. Wie eben schon erwähnt, haben wir die CPU. Wir haben an der CPU ein paar Register. Darüber haben wir den L1-Cache, darüber haben wir den L2-Cache, darüber haben wir den L3-Cache, darüber haben wir den RAM und darüber haben wir die Platte. So. Und das gibt eine ganz schöne Menge von Konstanten, die wir zueinander abpassen müssen. Das Verhältnis von L1 zu Registern, das Verhältnis von L2 zu L1, von L3 zu L2, von RAM zu L3 und von RAM zu Disk müssten wir theoretisch alles feintunen. Das ist auf jedem Rechner anders, auf dem unser Code läuft. Und insbesondere noch schlimmer, es kann bewiesen werden, ich werde den Beweis jetzt nicht vortanzen, aber es kann bewiesen werden, dass wenn ihr optimal Nutzen eines Caches macht, sagen wir, okay, ich will optimalen Nutzen vom L1 machen, dann schreibt ihr automatisch Code, der suboptimal für den RAM ist oder sowas. Optimiert ihr für den einen, suboptimiert ihr für den nächsten. Und ich meine, dafür muss man ein absolutes Genie sein, um irgendwie alle diese Konstanten im Kopf irgendwie miteinander in Verbindung bringen zu können, sodass man einigermaßen brauchbaren Code schreibt. Edward Knetter sagt in seinem seinem Talk in dem Moment, and this requires you to be genius. Knet, der Typ, der Lenses geschrieben hat, als wäre es nichts. Also zu hoch für mich, vielleicht auch zu hoch für euch. Also machen wir es uns wieder etwas einfacher. Wir sagen, okay,
wir machen jetzt ein Cash Oblivious Model. Und wer Englisch spricht, weiß, dass Caches haben wir besprochen, aber was Oblivious heißt, heißt unwissend. Das heißt, ich weiß nicht über die Caches Bescheid. Prinzipiell ist es dasselbe wie vorhin. Wir haben Blöcke der Größe B, wir können M durch B Blöcke im RAM vorhalten und alle anderen Operationen sind umsonst. Aber, und jetzt kommt der Kniff, ich sag euch weder M noch B. Ich sag euch nicht, wie groß sie sind. Ich sag euch nicht das genaue Verhältnis. Ich sag nur, ne, so und so viele. Und das bedeutet Cache Oblivious. Ich weiß nicht, wie meine Caches sind. Und das Tolle ist, wenn ich jetzt einen Algorithmus schreibe, der asymptotisch optimal ist für eine unbekannte Cache-Größe, dann habe ich einen Algorithmus geschrieben, der asymptotisch optimal ist für alle Caches. Das heißt, für den L1-Cache, für den L3-Cache, für den RAM, für die Disk, für alles. Auch über die Caches, von denen ihr nicht wisst, dass sie existieren. Wenn ihr einen Cache-Oblivious-optimalen Algorithmus schreibt, dann habt ihr auch für die Caches optimiert, von denen ihr überhaupt keine Ahnung habt. Und das ist, also man kann da natürlich immer noch irgendwie, für bestimmte Algorithmen braucht man sowas, zum Beispiel etwas, was die Tor-Cache-Assumption heißt. Das sagt dann, dass es ein bestimmtes Verhältnis zwischen dem RAM und der Disk geben muss. Oder irgendwas. Okay, man kann das immer noch einschränken und so weiter, aber generell ist das die Regel. Die Bedingung ist nur, dass wir ein Orakel voraussetzen, das eine perfekte Eviction Policy hat. Das heißt, okay, ich habe meinen Cache und ich habe irgendein Orakel im Hintergrund, das mit absoluter hundertprozentiger Richtigkeit sagt, okay, dieses Ding muss jetzt raus und es wird durch das ersetzt. Hundertprozentig richtig kann natürlich niemand liegen, aber prinzipiell würde ich mal behaupten, die Leute, die am Kernel hacken, wissen im Zweifelsfall besser Bescheid als wir. Es sei denn in hoch allen speziellen angewendeten Fällen, aber selbst dann ist es immer noch sinnvoll, Cache Oblivious zu schreiben, weil wir dann nicht die ganze Genie-Gehirnpower auf Optimierung der Konstanten anwenden. Der kleine Fehler, der durch die Kernel-Hacker reinkommt, ist tolerierbar. Aber prinzipiell können wir es dann portieren, wenn wir Cache Oblivious geschrieben haben. Wir können es auf anderen Maschinen laufen lassen. Und so weiter. Das hat enorme Vorteile. Und wir können auch für die Caches optimal mitschreiben, von denen wir nicht mal wussten. So, vielleicht mal zur Anschauung. Einmal so ein bisschen, oder so ein bisschen so, was mir die Story so verkauft hat. Okay, angenommen, ihr sitzt in Theoinf und ihr habt gelernt, okay, natürlich ist es irgendwie auch intuitiv. Man kann an so einem Baum, wenn ich jetzt ein bestimmtes Element in dem Baum suchen möchte, kann ich am schnellsten suchen, wenn der genau gleich aufgebaut ist. Das heißt, ich habe im linken Teilbaum genauso viele Elemente wie im rechten Teilbaum. So. Und was ist, wenn ich euch jetzt sage, dass das nicht stimmt? Auf tatsächlicher Hardware, so wie wir sie benutzen in unseren Computern, kann es durchaus optimal sein, den Baum unbalanced zu lassen und zum Beispiel 3 Elemente in den linken Baum und 7 Elemente in den rechten Baum zu setzen. Und ihr jetzt so, hä? Aber wieso das? Dann muss ich, wenn ich in den rechten Baum gehe, und das muss ich ja im Schnitt dann sogar häufiger, und dann muss ich viel länger suchen. Jonas, warum bist du so full of shit? Wie kann das denn bitte schön schneller sein? Na, die Idee ist, 3 und 7 sind jetzt keine irgendwie magischen Zahlen, die aus irgendeiner Theorie gefallen sind. Da hat sich einfach jemand mal hingesetzt und gesagt, okay, aber was ist, wenn ich das jetzt unbalanced mache? Gucken wir doch mal Performance an. Und hat dann gesagt, okay, was ist mit 9 und 1? Was ist mit 8 und 2? Was ist mit 7 und 3? Und Punkt, 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 bis er bei 5 und 5 angekommen ist. So, und warum ist das jetzt schneller? Irgendjemand eine Idee? Habe ich? Steht das schon? Dammit! Oh, ich dachte, ich wäre noch nicht bei der Zeit. Dammit, okay, dann gilt das nicht. es ist so, dass eventuell der kleinere Teil, also die 3 Elemente in dem linken Teilbaum, in einen kleinen Cache passen und die 7 Elemente dann in den nächstgrößeren Cache gelagert werden. Das heißt,
wenn ich, also meistens muss ich dann auf den großen Cache zugreifen, aber für den Fall, dass ich in den kleinen Cache zugreifen muss, was immerhin 30% sind, kann ich viel schneller sein. Ich habe eine deutlich höhere Response-Time. Und ansonsten, wenn ich es gleich ausbalanciert hätte, würde der Baum, also würde auch die linke, wären sie beide gleich groß, und dann würde die linke Hälfte nicht in den kleineren Cache passen. Sondern dann müsste ich beides in den großen Cache legen und dann wäre ich bei 100% der Zugriffe langsamer. Ja? Aus irgendwas, auf das ich zugreifen möchte. Aus egal was. Hauptsache, ich möchte zugreifen. Ja. Ja. Genau. Und genau, und dadurch, dass ich dieses Verhältnis so unintuitiv geändert habe, passt es aber nur mal gerade so, dass ich häufiger auf, dass ich einen relativ großen Vorteil dadurch habe, dass ich einen kleinen Teil des Baumes im kleineren Cache halten kann. Das legt sich dann so durch die, und das trifft auf allen Ebenen zu. Ich meine, selbst wenn ihr dann im rechten Teilbaum seid, in dem großen, dann habt ihr da wieder einen Unterbaum, den ihr durchsuchen müsst. Und der hat wieder 3 links, 7 rechts. Das heißt, ihr könnt den wieder in kleinere Caches legen und so weiter und so weiter und so weiter. Und auch wenn es von der Theorie, so von Kreide auf Tafel, langsamer erscheint, ist es auf tatsächlicher Hardware, wie wir sie in Computern haben, schneller. Okay, soweit Fragen? Jetzt kommt der spaßige Teil. So, wir haben uns jetzt damit auseinandergesetzt, okay, wie kriegen wir eine Datenstruktur gelesen? Und jetzt wollen wir aber Inserts machen. Das heißt, wir haben eine Datenstruktur und wir wollen gerne ein neues Key-Value-Pair hinzufügen und wir möchten das gerne, dass das schnell passiert. Und jetzt können wir wieder ein bisschen zurück in die 1980er zurückgeben. Da haben uns Bentley und Sachs schon ihr sogenanntes Bentley-Sachs Dynamization Scheme gegeben und das funktioniert wie folgt. Man nehme irgendeine flache Datenstruktur, Listen zum Beispiel, ja? Und man nehme eine verlinkte Liste dieser flachen Datenstruktur. Ich sage jetzt mal, die Größe dieser Datenstruktur ist Zweierpotenzen, also erst eine Liste mit einem Element, dann eine Liste mit 2 Elementen, dann eine Liste mit 4 Elementen, dann eine Liste mit 8 Elementen. Und in den Listen sind die Elemente jeweils nach Größe sortiert. Gibt gleich ein Bild. Genau, hier fügen wir mal ein paar Zahlen rein. So, wir haben hier von oben nach unten ist es eine verlinkte Liste von Listen oder Arrays oder wie auch immer in der horizontalen Richtung. Die haben die Größen 1, 2, 4, 8, Punkt, 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 Punkt. Normalerweise würde das hier weitergehen. So, haben wir mit Daten gefüllt. Und was passiert jetzt, wenn wir zum Beispiel die Zahl 7 einfügen wollen? Wir fügen die ganz vorne ein. Aber wie wir merken, ist ganz oben schon voll, also müssen wir es eine Ebene tiefer verschieben. Dann sieht das so aus. Wir wollten, weil wir hier oben keinen Platz mehr haben, schieben wir die beiden mit nach unten. Warum? Du fragst dich wahrscheinlich, warum wir die 5 mit verschieben? Wird gleich ersichtlich. Hoffe ich zumindest. Okay. Wir verschieben das beides nach unten. So. Und wir mergen das dabei. Das heißt, damit es immer noch sortiert bleibt. Also wie bei einem Merge-Sort. Wir tun das in der richtigen Reihenfolge. So. Was wir außerdem getan haben, hier dadurch, dass wir die 7 eingeführt haben, ist, dass wir sozusagen gezählt haben. Ich habe das nicht zufällig gewählt, dass die Listen hier alle eine Zweierpotenz in der Größe haben. Das heißt, wenn wir das jetzt als Zahl betrachten, dann haben wir hier unten momentan nichts drin. Das heißt, das hier ist eine 0. Dann haben wir, hier ist was drin, das ist eine 1. Jetzt haben wir, also das hier im Ursprungszustand wäre das hier noch eine 0, weil hier nichts drin ist. Und hier oben haben wir wieder eine 1. Und indem wir jetzt ein zusätzliches Element einfügen, haben wir gezählt. Die 1 ist übergelaufen. Und jetzt haben wir hier statt einer 0101, haben wir eine 0110. Wir haben von 5 zu 6 gezählt. Ja, also Binärsysteme ist, glaube ich, bei allen... Binärsysteme, kommt das hier hinten? Da, Binärsystem. Das haben, glaube ich, alle schon mal gehört, die Informatik hier studieren.
Und wir machen jetzt quasi dasselbe mit unserer Datenstruktur. So, wenn wir jetzt 8 inserten wollen, dann passt sie natürlich wieder oben rein, weil da jetzt frei ist. Das heißt, wir können das hier wieder in konstanter Zeit einfach, wir müssen das nicht hin und her kopieren. So, und wir haben natürlich auch hier wieder gezählt von 0110 auf 0111, von 6 nach 7. So. Genau, und hier müssen wir nichts mergen, weil wir setzen es einfach da rein. So, was gibt das für Asymptoten? Also Insert kriegen wir in O von N durch B. Wir kriegen ein amortisiertes Insert. Ha, dafür haben wir am Anfang die 5 Minuten verwendet. Jetzt wisst ihr, was Amortisation ist. Und amortisiertes Insert kriegen wir in Log N durch B. Und das sind dieselben Asymptoten wie der B-Tree am Anfang. Erinnert ihr euch? Das war die Datenstruktur, wo wir absolut perfekte Kontrolle über den RAM hatten und absolut richtige Entscheidungen treffen konnten. Und jetzt haben wir eine Datenstruktur, die dieselben Asymptoten hat, ohne dass wir B kennen. Wir wissen nicht, welches unsere Blockgröße ist. Das ist das Cache Oblivious an der ganzen Sache. Wir wissen nicht, wie groß unsere Caches sind, und wir haben trotzdem eine Datenstruktur gebastelt, die die optimalen Asymptoten hat. Und das ist großartig. Warum steht ihr überhaupt noch auf den Spielen? Warum jubelt ihr nicht? Warum ist euer Mind nicht blown? Ist okay. Ist auch noch nicht das Ende der Schlauheit. Der Chris Okazaki, der das Buch geschrieben hat, Functional Data Structures, dem wäre das Ganze noch ein bisschen zu dumm. Wir benutzen gerade nur ganz normales Binärsystem. Ne? Also 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 und so weiter. Und das Problem daran ist, wir sind in der funktionalen Welt, also wollen wir sagen, okay, wir haben jetzt diese Version der Datenstruktur und da wollen wir jetzt was einfügen und dann wollen wir aber eventuell mal wieder auch auf eine alte Version der Datenstruktur zurückgreifen. In Lambda-Land können wir sowas machen. Aber wenn wir jetzt sagen wollen, okay, wir haben meinetwegen eine Map oder hier sowas und wir wollen jetzt gerne hier noch was einfügen, dann müssen wir Carry, 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 Carry machen. Wir müssen alles ganz nach unten kopieren. Und wenn wir dann, und zwar alles auf einmal. Und wenn wir dann auf diese Version wieder zugreifen und was anderes inserten wollen, dann müssen wir auch da Carry, 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 Carry machen. Und wir haben zweimal die ewig lange Berechnung gemacht. Obwohl, naja, es gibt einen Weg drumherum, ist der Punkt. Und wir können also nicht uns irgendwie Credit ansparen mit vielen billigen Operationen, den wir dann später zweimal ausgeben können. Weil wir das falsche Zahlensystem verwenden. Okay, Binärsystem hatte ich eben. Ja, was? Frage? Also die Leute, die jetzt nicht am Mikrofon, also zu Hause haben jetzt das wahrscheinlich gerade nicht mitbekommen. Es gab gerade eine kurze Unterhaltung im Publikum. To the effect of, die Frage war, warum wir jetzt diese Listen von hier vorne überhaupt sortiert halten müssen. Und die Antwort, auf die sich dann geeinigt wurde, ist, dass man sich dann später im Lookup Zeit sparen kann, weil man sehen kann, aha, okay, hier ist sowieso schon, da kann ich abbrechen. Okay, so, Binärsystem. Das kennt ihr, ne? Wer mal A und D oder sonst irgendwas mit Informatik gemacht hat, wird es kennen. Alle Ziffern sind 0 oder 1. Die Stellenwerte sind Zweierpotenzen. Ist bekannt und beliebt, wunderbar. Für unsere Zwecke aber nicht geeignet, aus genau den Gründen, die auf der letzten Folie drauf waren. Okay,
Und jetzt neues Zahlensystem. Wir nennen das Zeroless Binary. Indem wir einfach sagen, okay, unsere Ziffern sind jetzt nicht mehr 0 und 1, sondern 1 und 2. Wir erlauben nur führende Nullen. Das heißt, 0 stellen wir als 0 dar. Und ansonsten nur Nullen am Anfang der Zahl. Ansonsten nur 1 und 2. Die Stellenwerte sind aber dieselben wie im Binärsystem. Das heißt, es sind immer noch 1er, 2er, 4er und so weiter. Und deswegen zählt man jetzt anders. Also wir zählen 0 ist 0, 1 ist 1. 2 ist nicht 1, 0, sondern 2. 3 ist 1, 1. 4 ist 1, 2 und so weiter. Das ist ein Zahlensystem, was isomorph zum Binärsystem ist. Das heißt, wir haben eine eindeutige Darstellung. Wir können nicht eine Zahl auf zwei verschiedene Arten und Weisen schreiben und wissen dann nicht, wie es geht. Wir können alle Zahlen unambiguitiv darstellen. Also es ist immer klar, welche Repräsentation wir wählen sollten. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir das machen, dann achtet mal darauf, wie schnell hier die Länge der Zahlen wächst. Wir haben hier zwei einstellige, zwei zweistellige, vier dreistellige und dann haben wir unten, bis wir bei 10 sind, drei vierstellige und es geht dann noch weiter natürlich. Das wächst relativ schnell. Wenn wir Zeroless Binary machen, sind wir erst später zweistellig zum Beispiel. Und hier unten haben wir sogar vierstellige und wir bleiben sogar nur noch bis 10 nur noch dreistellig. So. Ansonsten ist alles gleich. Die Ziffern sind immer noch 1 und 2. Die Stellenwerte sind immer noch die gleichen. Es ist unambiguitiv, aber es ist immer noch nicht das, was wir brauchen. So. Und jetzt kommt das richtig coole. Modified Zeroless Binary. Die Ziffern sind 1, 2 oder 3. Und wir sagen jetzt nur, die 1 darf nur ganz vorne stehen. Die darf nicht hinten oder irgendwo in der Mitte stehen. Aber ansonsten immer noch dieselben Stellenwerte. Es sind immer noch 1er, 2er, 4er und so weiter. Und es existiert auch hier eine eindeutige Darstellung. Das ist auch isomorph zu binär. Das heißt, wir wissen hier auch immer, was abgeht. Und es hat für unsere Zwecke genau die richtigen Mengen an Verzögerung. Okay. Also wir haben hier vier Einstellige, wir haben 6 Zweistellige und erst in der 10 werden wir hier überhaupt dreistellig. Ist klar, wie das Zählen hier funktioniert? Dachte ich mir fast. Aber was du dir im Kopf halten musst, dass es immer noch dieselben Stellenwerte sind, ja? Ganz hinten sind immer noch 1er. In der Mitte sind immer noch 2er und ganz vorne sind 4er. Also zählen wir 0, 0 ist 0. Weil, okay, die 0 ist eine führende 0 quasi. Mit dem Auge zu kann man das nehmen. So. Dann, die 1 ist 1. Wie auch ganz normal. Ja? Die 2 ist nicht 1, 0, sondern 2. Weil wir jetzt eine 2 erlauben. Und genau dasselbe ist es für die 3. Ich kann genau dieselbe Anzahl von Zahlen darstellen wie vorher, nämlich alle. was vielleicht unintuitiv ist, dass wir jetzt solche komischen Regeln haben wie nur die vorderste Stelle darf 1 sein. Deswegen springen wir hier von sowas wie 1, 3 auf 2, 2. Das kommt einem komisch vor, aber wir können nicht auf 2, 1 oder so springen oder auf 2, 0, weil wir die Nullen und die Einsen hinten nicht erlauben. Ja, diese Regeln fügen wir dazu hinzu, nicht weil es uns gerade dünkt oder weil wir Leute in der Haskell-Vorlesung nerven wollen. Ich meine auch, aber das ist mein ganz persönlicher Spaß. Das hat einen guten Grund, und zwar denjenigen, dass es nur dadurch so weit kommt, dass die Darstellung eindeutig wird. Wenn wir Nullen und Einsen überall erlauben würden, dann hätten wir ein anderes Zahlensystem. Dann wäre es nicht isomorph zu binär. So.
Und deswegen passieren hier solche lustigen Sprünge wie von 1-3, das ist 1-2er und 3-1er, also 5, zu 2-2, also 2-2er und 2-1er, also 6. Ja, die Stellenwerte sind immer noch dieselben. Ja? Nee, das, nein, das ist nicht, auf der Hardware sind alles noch Nullen und Einsen oder genauer gesagt, hoher Widerstand oder geringer Widerstand, die wir als Nullen und Einsen interpretieren. Oder Strom oder Nicht-Strom, je nachdem. Also auf der Hardware-Ebene, also könnte man das natürlich machen, aber es wird noch nicht gemacht. Also wenn du dir gerne mal was zusammenlöten möchtest, besorg dir eine sehr, sehr feine Lötkonfiguration, kannst du es selber theoretisch machen, ja. Aber prinzipiell, so, und damit das vielleicht klar wird, nochmal, wie so die Stelligkeiten hier vorangehen. Hier unten, wir sind hier ab 8 sind wir vierstellig im normalen Binärsystem. Im Modified Serialized Binary sind wir immer noch zweistellig bei 8. Und warum das sinnvoll ist, seht ihr hoffentlich jetzt. Ist alles klar, oder? Ne? Ist super, ne? Wunderbar, wunderschön, das war auch die Vorlesung, bla bla bla. Nein. Okay, pass auf. So, jetzt kommt nämlich der Moment, wo all die Theorie, die wir uns jetzt in der letzten Stunde gegeben haben, in Code fließt. Und dann wird hoffentlich, ich habe genug Zeit, um das Ganze Schritt für Schritt durchzugehen, dann wird hoffentlich klar, warum wir uns den ganzen Scheiß angetan haben. Und zwar passiert jetzt Folgendes. Wir möchten jetzt diese Map implementieren, die wir die ganze Zeit schon haben wollten, ne? Unser Key-Value-Pair. Und dafür sagen wir als erstes allemal, haben wir eine Datenstruktur Chunk. Und Chunk mit zwei Typparametern K und A für Keys und Values ist ein Chunk mit einem Array von Ks und einem Array von A's. So, und jetzt die offensichtliche Frage zu der Syntax. Mag sie irgendjemand von euch stellen? Oder soll ich sie in meiner hohen Mädchenstimme spielen? Okay, Jonas, warum ist da ein verdammtes Ausrufezeichen vor den Chunks? Ja? Genau. Das Ausrufezeichen vor den Arrays oder oben vor den Chunks sagt, dass diese Elemente strikt berechnet werden sollen, also sofort. Haskell ist lazy by default. Das heißt, es berechnet einen Wert normalerweise erst, wenn es ihn wirklich braucht, wenn ihn wirklich jemand anfragt. Aber wir können auch sagen, und darüber wird euch, glaube ich, Stefan nächste Woche auch noch mehr erzählen, wir können auch sagen, hey, Haskell, ich weiß es gerade mal besser als du, berechne das mal strikt. Glaub mir einfach. Und dann sagt Haskell, ja, ist okay, kein Problem. Kann ich strikt berechnen. Und dann berechnet es das sofort, wenn es das erste Mal irgendwie ihm unter die Füße kommt. So, das Gegenteil von einem Ausrufezeichen ist eine Tilde. Die Tilden wären hier theoretisch überflüssig, weil Haskell lazy by default ist, aber ich dachte, ich mache es mal etwas offensichtlich. Ausrufezeichen vor irgendeinem Ausdruck bedeutet mit der richtigen Language Extension, dass wir diesen Ausdruck gerne strikt berechnen möchten. Und ich habe das ganz am Anfang auch mal in der allerersten Vorlesung mal kurz angesprochen. Und Tilde vor einem Ausdruck bedeutet, ist dasselbe wie was normalerweise passieren würde, dass dieser Ausdruck lazy behandelt wird und erst berechnet wird, wenn er tatsächlich gebraucht wird. So, was passiert jetzt hier? Es geht alles um diese Insert-Funktion hier. Aber dafür müssen wir als allererstes mal noch ein bisschen die Datenstruktur für Map verstehen. So, Map KA, immer noch Maps mit Keys und Values, hat 4 Konstruktoren. Und zwar ist das ein M0. Und wie viele Daten hängen wohl an M0? 0! Richtig, ich finde es klasse, wie ihr aufpasst. An M0 hängt nichts, das ist einfach nur eine 0. Da sind keine Daten dran. So, wie viele Chunks hängen wohl an M1?
einer. Richtig, großartig. Da hängt ein Chunk dran. So, und jetzt für die ganz cleveren. Wie viele Chunks hängen wohl an M2? Nein. Wie viele Chunks hängen an, hängen an M2? Ja. Nein, immer noch zwei. An 0 hängt keiner, an 1 hängt einer, an 2 hängen 2. So, und jetzt Zeit für die Mädchenstimme. Da steht dreimal Chunk, was soll das? Jetzt kommt die Connection, wo ihr diese Datenstruktur, die ich mir da gebastelt habe, zu dem ganzen Zero-Less Binary, den ich hier rechts nochmal habe, ziehen müsst. So, der M0 korrespondiert zu einer 0 im der Modified Serialized Binary Struktur oder in diesem System. M1 korrespondiert zu einer 1, M2 korrespondiert zu einer 2 und M3 korrespondiert zu einer 3. Super. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Genau, und die Sache ist, dass wenn wir auf die 0 einen drauf addieren, dann kriegen wir 1. Gut. Wenn wir auf die 1 einen drauf addieren, kriegen wir 2. Wenn wir auf die 2 einen drauf addieren, kriegen wir 3. Und es wird erst interessant, wenn wir auf die 3 was drauf addieren. Weil dann müssen wir in unserer Datenstruktur, ihr erinnert euch an den ganzen Bentley-Sachs-Kram, den ich vorhin mal hatte, dann müssen wir Carry machen. Dann müssen wir das Ganze verschieben. Also der Übersprung von bla bla bla. Ich hätte wirklich noch eine Zwischenfolie wieder mit dem Bild einbauen sollen. Naja. Der Übersprung von 3 auf 1, 2 ist teuer. Diese hier sind billig, weil wir hier nur einfügen müssen und erst hier ein Carry machen müssen, wo wir alles verschieben müssen. Und deswegen war ich ebenso interessiert daran, dass wir möglichst oft, also oder möglichst lange oder auf eine möglichst passende Anzahl kommen auf kurzstelligen Zahlen. Weil wenn wir das so machen, können wir uns genug Credit ansparen, um dann später die coolen Laufzeiten zu haben. So, aber nochmal hierzu. So. Die Frage der Mädchenstimme war immer noch, warum hier zwei Chunks strikt sind und einer lazy. Du hast doch gesagt, Jonas, es ist an einem M2 hängen zwei Chunks, aber warum steht denn da dreimal Chunk? Und warum ist der dritte lazy? Mag irgendjemand raten? Oder weiß es irgendjemand? Ja? Fast. Die Sache ist, das ist ein Chunk. Das ist ein Key Array und ein Value Array. Einen M1 können wir da nicht reinspeichern, weil das einen anderen Typ hat. Genau. Was dahinter gespeichert wird, ist hier. Da wird noch eine Map hinter gespeichert, ja. Aber es geht mir gerade um diesen Chunk. Ja? Sozusagen. Die Sache ist, dieser dritte Chunk da drin ist der Merge, also die Berechnung für den Merge aus dem ersten und dem zweiten, aber lazy. Das heißt, diese Berechnung können wir einfach später übergeben, ohne dass sie ausgerechnet wird, weil sie lazy ist im Gegensatz zu allen anderen Berechnungen. Das heißt, wir haben hier im M0, da gibt es nichts zu mergen, im M1 gibt es auch wenig zu mergen, im M2 haben wir aber zwei Chunks und die könnten irgendwann gemerged werden. Und diese Berechnung für das Ergebnis des gemergten Chunks, wir geben ihm die Berechnung schon mit, er führt sie aber noch nicht aus, weil es lazy ist. Und dann hängen wir dahinter noch eine zusätzliche Map. Okay, nächste Frage. Warum können wir an M2 und M3 hinten eine Map dranhängen, aber an M0 und M1 nicht? Und die Antwort sollte was mit Modified Serialized Binary zu tun haben? Genau, 1 und 0 dürfen nur vorne kommen. Deswegen haben
M0 und M1 kein Punkt, wo sie eine zusätzliche Map mit sich rumschleppen können. Weil wenn wir die benutzen, sind sie sowieso vorne. Und dann... Also, ja, genau. Man liest es so ein bisschen von hinten. Ich werde ein bisschen vorne und hinten durcheinander bringen. Versteht einfach das Richtige, dann geht das schon. So, genau. Und dasselbe für M3. Wir haben drei Chunks mit Daten drin. Und dann haben wir einen Chunk Lazy, der die Merge-Berechnung anstellt. Also nicht anstellt, weil es lazy ist, sondern erst in dem Moment, wo wir tatsächlich etwas auf den M3 drauf addieren wollen, erst dann wird die Berechnung ausgeführt. Vorher nicht. So, und das können wir uns jetzt hier einmal hier angucken. Also, Typsignatur ist gruselig wegen den ganzen Typklassen hier, aber eigentlich dieselbe wie von vorhin. Wenn man die Typklassen kurz ignoriert, dann haben wir Insert, Key, Value, Map, in die wir inserten wollen und Map, die wir am Ende rauskriegen. Eigentlich dasselbe wie ganz am Anfang. Nur, dass halt K und V jetzt Arrayed sein müssen. So, aber ansonsten Key, Value, Map, fertig. So. Und da ist ein Typo drin. Das sollte kein 0 sein. Das sollte ein O sein. Egal. Und jetzt gucken wir uns mal die Insert-Funktion genauer an. Das funktioniert so, wenn wir einen Key und einen Value reinkriegen, K0 und V0, das sind diese beiden, dann stecken wir die jeweils in Singletons, weil Chunk will einen Array haben und mit Singleton kann man sich einen Array erstellen, das nur ein Element hat, deswegen Singleton. Das hat nichts mit dem Singleton aus der Objektorientierung zu tun, irgendwie ein Objekt, was nur einmal instanziert werden kann, nicht dasselbe, sondern einfach nur ein Array, in dem genau dieses Ding drinsteckt und nicht mehr. Also wir sagen, okay, wir machen einen Chunk mit dem Key und dem Value auf und dann rufen wir unsere Funktion Go darauf auf. Und Go definieren wir hier. So, wir haben also einen Chunk, den wir inserten wollen. Das ist das, was wir uns hier hinten gebastelt haben mit den beiden Singletons. Und hier heißt der AS. Ja, AS. Okay, was ist ein Chunk angewendet, was ist ein Chunk inserted in ein M0? Ein M1, richtig, weil M0 trägt keine Daten. Also geben wir einen M1. Der hat genau einen Chunk. Wunderbar, da passt unser Chunk rein. Was ist ein Chunk inserted in ein M1, wenn der M1 bisher ein BS trägt? Ein M2. Absolut richtig. Es ist nicht schwer, was ich hier erzähle. Ein M2, genau. Und zwar trägt der M2 jetzt AS, also den Chunk, den wir inserted haben. Er trägt BS, der Chunk, der schon drin war. Und er trägt die Berechnung Merge ASBS. Und diese Berechnung wird aber noch nicht ausgeführt. Er sagt erstmal nur, okay, du wirst die später brauchen. Aber hier ist schon mal die Berechnung, ja. Willst du es nochmal sagen? Genau. Also die Frage war, falls das im Mikrofon nicht angekommen ist, warum, oder dass es hier jetzt nicht unbedingt sortiert drin sein müsste, aber weil wir mit Singletons anfangen und wenn wir Merge dann sortieren, kommen wir damit immer klar durch. Okay. So. Quizfrage für alle, die wach sind. Warum kann ich jetzt hier immer M0 hinschreiben? Warum kann das nicht irgendeine andere Map sein? Richtig, aber warum? Was ist, wenn meine 1 irgendwo in der Mitte stand? Kann nicht, genau. Ich weiß, dass hier hinten immer eine 0 steht, weil mein Zahlensystem, was ich mir ausgedacht habe, nicht erlaubt, dass die 1 irgendwo sonst steht. Das heißt, wenn ich eine 1 antreffe mit meinem Insert, dann weiß ich, dass ich sowieso schon an der vordersten Stelle/hintersten
Ah, ihr wisst, was ich meine. Dass ich an der passenden Stelle bin und dass da nur ein M0 hinkommen kann. Genau. So. Und jetzt das Gleiche für M2. Wir schauen uns die Insert-Funktion an. Wir wollen unser AS inserten in ein M2. So. Und wir wollen jetzt in M2 haben wir Bs, wir haben Cs, wir haben As, die wir hier haben. Und wir haben BCs. Das ist die Lazy-Berechnung, die Bs und Cs mercht. Das ist das, was wir da vorhin angegeben haben. So. Das heißt jetzt so. Und dahinter hängt noch irgendeine Map. Wohlgemerkt, dieses Mal ist es irgendeine, weil wir eine M2 haben. Und eine M2 kann überall stehen, da kann eine M0 hinterhängen, da kann aber auch eine andere Stelle noch hinterhängen. So, und was ist Insert AS in den M2? Naja, was kriegen wir, wenn wir 1 auf 2 addieren? Ach komm, das könnt ihr mehr. Was kriegen wir, wenn wir 1 auf 2 addieren? Super, ne? Kriegen wir ein M3. Ist nicht schwer, was ich hier mache. So, wir kriegen ein M3. Da sind die As drin, die wir inserten wollen. Da sind die Bs drin, die wir aus dem M2 haben. Da sind die Cs drin, die wir aus dem M2 haben. Und da ist die Berechnung für das Mergen von Bs und Cs drin, die wir auch von hier vorne haben. Und da ist die Map hinter, die wir auch von vorne haben. So, und jetzt das ganz Interessante. Was passiert, wenn wir überlaufen? Wenn wir von einer 3 auf eine auf die nächste Ebene kommen, auf die 2. Genau, so. Also, wir wollen immer noch AS inserten, aber dieses Mal in einem M3 mit Bs, egal, eine Mischung von CDs, also eine Merge-Berechnung von CDs. Die eigentlichen Chunks interessieren uns hier nicht mehr, weil wir die Berechnung der Merges schon lazy haben. Da müssen wir keinen extra Speicher mehr für anlegen. Und was wir dann machen ist, das hier ist die Lazy-Berechnung des Merges. Die führen wir als allererstes aus. Das macht dieses Seek hier. Wer sich an die Parallelism-Vorlesung erinnert, weiß noch, dass Seek, also A Seek B, erst A berechnet und dann B zurückgibt. So, also wir berechnen als allererstes mal den Merge. Dann geben wir ein M2 zurück, weil von 3 Überlauf passiert immer auf 2. Geben ein M2 zurück mit den As, die wir inserten wollten, den Bs, die wir aus dem M3 haben, und als drittes, weil es ein M2 ist, den Merge von den As und den Bs, wie wir es da oben auch schon haben. So. Und jetzt ist aber der Überlauf passiert. Das heißt, wir haben irgendwo noch diese CDs, dieses gemergte von diese Lazy-Berechnung, die wir die ganze Zeit mit uns rumgeschleppt haben. Die muss noch irgendwo hin. Weil wir aber jetzt einen Überlauf haben, rufen wir rekursiv das Ergebnis, also rufen wir rekursiv Go mit dem Ergebnis und dem Rest der restlichen Map ab auf. Das heißt, das hier ist in M2, da muss eine Map hinten dran. Und diese Map ist Insert den Überlauf in die Map, die an unseren hinten, die bei uns hinten dran hängt. Und ich hoffe, inzwischen ist klar geworden, wie dieses System zu diesem Insert-Algorithmus korrespondiert. Ja. Ja, du willst aber einen strikten Chunk übergeben. Den Chunk, den du inserten willst, den brauchst du ja so oder so. Wenn du etwas inserten willst, dann musst du wissen, was du inserten willst. Und deswegen musst du es so oder so berechnen. Ich meine, hier übergeben wir ja auch einen strikten Chunk. Damit die hinten alle richtig passen, aber ja, wie Thomas gesagt hat.
Okay, warte, die Leute zu Hause fragen sich, warum hier Stille ist. Okay, die Frage war, warum wir hier hinten Go mit CDS und Xs aufrufen, wenn wir das tun, wenn wir hier hinten Go mit CDS und Xs aufrufen, warum wir dann CDs sowieso extra berechnen, hier vorne, vor dem Seek. Die Sache ist, wir könnten ja auch einfach uns darauf verlassen, dass die Chunks sowieso strikt sind. Kriege ich das gerade verknotet? Überprüft, was ich sage. Dass die Chunks sowieso strikt sind und deswegen halt es an der entsprechenden Stelle sowieso ausgewertet wurde. Aber die Sache ist, dass das Ausrufezeichen nur dafür sorgt, dass es zur Weak-Head-Normal-Form korrigiert wird. Und wir wollen aber die Berechnung explizit haben und deswegen müssen wir es einmal mit Seek forcen. Nein? Okay. Tafelblindness. Okay, wiederholen. Konstruktoren sind strikt. Also M1, M2, M3 und so weiter sind strikt und M0 auch, weil da die Weak-Head-Normal-Form die komplett evaluierte Form ist. Und Go ist aber nicht strikt. Und weil wir es aber auf jeden Fall ausgewertet haben wollen, müssen wir es da einmal mit Seek forcen, damit wir nicht die Lazy-Funktion einfach nur in die strikten Konstruktoren stecken müssen. Richtig? Okay. Die Sache ist, das hat dann wieder mit der Amortisation zu tun. Wir müssen es dann an dieser Stelle berechnen und uns nicht darauf verlassen, dass das später halt irgendwann schon irgendwie berechnet wird, damit wir garantieren können, dass die Amortisation irgendwie zueinander passt. Dass wir nicht sagen, okay, wir machen jetzt einfach alles möglichst weit nach hinten, sondern wir können jetzt darüber sagen, okay, wir haben jetzt hier diese teure Funktion, also das tatsächliche Carry, ausgeführt. Aber weil wir uns in den früheren Etappen Credit verdient haben, dafür, dass wir nicht sofort übergelaufen sind, sind wir jetzt amortized immer noch ziemlich billig. So, und jetzt habt ihr die berechtigte Frage, warum zum Scheiß? Es ist 7 bis 10 Mal schneller als Datamap. Erinnert euch daran, dass Datamap immer noch ziemlich extrem optimisiert wird, aber halt basierend auf dem RAM-Modell, das sagt, dass alle Pointer in den RAM irgendwie gleich sind. Und das stimmt halt nicht. Und deswegen sind wir jetzt, wenn wir es sinnvoll für die RAM-Struktur modellieren, einfach mal schneller. Das ist gut, das wollen wir haben. Das wird beim Skalieren auch nur schneller. Frage? Okay. Das wird beim Skalieren auch nur schneller. Wir können, wenn wir unboxed Sachen reingeben, weil es strikt ist, wie vorhin angewähnt, können wir dann jetzt auch eine unboxed Map haben. Das wollten wir haben. Wir haben asymptotische B-Tree-Performance und wir haben über B abstrahiert. Na, erinnert euch daran, B-Trees waren die optimalen Sachen, wo wir absolute Kontrolle hatten und deswegen gute Algorithmen schreiben konnten. Jetzt haben wir denselben Algorithmus geschrieben, uns ist nur B egal. Wir haben da einfach weg drüber abstrahiert. Und vielleicht das Wichtigste, wir haben keine Konstanten, die wir jetzt feintunen müssen. Weil wir drüber weg abstrahiert haben, ist uns scheißegal, welche Konstanten das sind. Wir sind sowieso optimal. Und dadurch können wir es auf allen Maschinen schmeißen, und unter allen Kostenmodellen laufen lassen und es ist immer asymptotisch optimal. Und das ist einfach geil. Danke für eure Aufmerksamkeit.